Einen schönen guten Tag. Ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz betreffend eine weitere Fördermaßnahme der Kärntner Landesregierung, um Teuerungen, die ja sehr viele Menschen im Moment betreffen, abzufedern. Ich freue mich sehr, dass ich die Pressekonferenz gemeinschaftlich mit meiner Regierungskollegin Sarah Schaar, die für den Umweltbereich zuständig ist, und Sebastian Schuschnigg, der für den Mobilitätsbereich zuständig ist, abhalten kann. Wir haben bereits in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um den aktuellen Teuerungen entgegenzuwirken. Die Kärntnerinnen und Kärntner sind in ganz unterschiedlichen Bereichen von diesen Teuerungen betroffen. Zum einen das Thema Wohnen. Hier wurde der Heizkostenzuschuss angehoben und der Bezieherinnen- und Bezieherkreis ausgeweitet. Zum anderen die Wohnbeihilfe, die auch für dieses Thema entsprechende Abfederungen bietet. Auch bei der Wohnbeihilfe wurde der Bezieherinnenkreis ausgedehnt. Es wurden die Förderhöhen angepasst und es wurde auch der Fördermodus, wann man beantragen kann, angepasst, um auf kurzfristige Einkommensänderungen entsprechend zu reagieren. Der Topfhilfe in besonderen Lebenslagen, also jene Möglichkeit, sehr rasch und unbürokratisch in Ausnahmesituationen zu helfen, wurde von Beate Bretten als Sozialreferentin ebenfalls aufgestockt. Und in der letzten Regierungssitzung wurde der Kärntenbonus beschlossen, um Kärntnerinnen und Kärntner mit niedrigerem Einkommen auch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen zukommen zu lassen. Was wir heute präsentieren möchten, ist eine Unterstützung für eine weitere Gruppe, die ebenfalls von den aktuellen Teuerungen stark betroffen sind, und das sind Pendlerinnen und Pendler in Kärnten. Wir wissen, dass aufgrund der geografischen Struktur unseres Bundeslandes viele Menschen darauf angewiesen sind, entweder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder mit dem eigenen PKW, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel nicht verfügbar ist, in die Arbeit zu fahren. Und genau hier möchten wir auch zielgerichtet unterstützen, um all jenen Kärntnerinnen und Kärntnern eine weitere Möglichkeit zur Abfederung von Mehrbelastungen zu bieten. Wir haben uns gemeinschaftlich zwei Bereiche überlegt, wo es sinnvoll ist, hier verstärkt Maßnahmen umzusetzen, und diese werden über den Bereich der Arbeitnehmerförderung in Kärnten umgesetzt. Der erste Bereich ist der des öffentlichen Verkehrs. Bis dato war die Regelung so, dass im Rahmen des öffentlichen Verkehrs das Kärntenticket, wenn es angekauft wird, zu ohne dies, glaube ich, sehr attraktiven Konditionen, aber da kann Sebastian Schuschnigg noch nähere Ausführungen dazu treffen, im Nachhinein, das heißt also nach Ende des Kalenderjahres, bei der Arbeiterkammer für die Arbeitnehmerförderung eingereicht werden kann. Wir stellen diesen Fördermodus jetzt um und ermöglichen es, dass unmittelbar nach Ankauf eines Tickets, nach Nachweis einer einmonatigen Beschäftigung in Kärnten, eine Beantragung erfolgen kann. Und wenn man sich ansieht, wie sich das auswirkt, dann sieht man sehr rasch, dass eigentlich Gelder sehr viel schneller zu den Kärntnerinnen und Kärntnern kommen, die das Ticket in Anspruch nehmen, nämlich rund 8 Monate schneller, und das bedeutet, dass ich nicht in die Vorfinanzierung gehen muss, sondern unmittelbar auch das Ticket einreichen kann. Zu den einzelnen Zahlen, Sebastian, ich glaube, wirst du dann noch ein paar Beispiele bringen. Der zweite Bereich für all jene, die auf ihr Auto angewiesen sind und mit dem PKW pendeln müssen, auch hier haben wir für den Individualverkehr die Förderhöhen für das Jahr 2022 angepasst, und zwar in der Form, dass alle Auszahlungsbeträge um 50% angehoben werden. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn jemand von Klagenfurt-Hörtendorf zur Uni Klagenfurt pendelt, so sind das 2,5 Kilometer pro Fahrtrichtung und ein monatliches Einkommen von 1.338 Euro brutto hat, so hat er bisher oder sie 100 Euro bekommen, hinkünftig 150 Euro. Pendelt jemand von Hohenthurn nach Klagenfurt zur Arbeit, das sind 58 Kilometer in eine Fahrtrichtung, und hat ein Bruttoeinkommen von 1.870 Euro, so bekam er oder sie bisher 300 Euro, hinkünftig 450 Euro. Also in diesem Maßnahmenpaket ein weiterer Spasselstein, der entsprechend helfen soll, Teuerungen abzufedern. Herzlichen Dank, werte Regierungskolleginnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Mobilität ist eine Frage der Grundversorgung. Ich glaube, das ist einmal in erster Linie einleitend festzuhalten. Sehr viele, wenn nicht alle Kärntnerinnen und Kärntner sind natürlich darauf angewiesen, sich jederzeit so einfach wie möglich von A nach B bewegen zu können.
Und das ist auch genau das, worauf wir unsere Ausbaupläne im öffentlichen Verkehr ausgelegt haben, dass es jedem auch möglich ist, auch wenn er den BKW nicht nutzen möchte oder auch nicht nutzen kann. Und insbesondere in Zeiten, wo es für Betriebe in Kärnten sehr herausfordernd ist, Mitarbeiter zu finden, ist es besonders wichtig, dass wir als Kärntner Landesregierung darauf achten, dass das Pendeln auch tatsächlich möglich ist und leistbar ist. Und insbesondere in den ländlichen Gebieten haben mir sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch gespiegelt, dass es zur Herausforderung wird, wenn das Pendeln Kosten mit sich bringt, wo dann ein zu hoher Anteil des Gehaltes dann tatsächlich für die Mobilität drauf geht. Und Kollegin Gabi Schaunig hat sehr gut angesprochen, es ist eine von vielen Maßnahmen, die wir setzen, um die aktuelle Teuerungswelle abzufedern und, wie ich finde, eine sehr, sehr wichtige. Mit der Pendlerförderung, wie wir sie abwickeln, entlasten wir jene, die wirklich tagtäglich auch Leistung erbringen, arbeiten gehen, zur Arbeit pendeln, und wir leisten natürlich auch einen Beitrag, um auf den öffentlichen Verkehr umzustellen. Ich darf vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen, was für ein großer Wurf, was für ein historischer Schritt es war, das Kärnten-Ticket einzuführen. Man muss schon fast sagen, worst case kostet das Kärnten-Ticket 550 Euro im Jahr. Also wirklich eine überschaubare Summe, mit der der öffentliche Verkehr nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch in der Freizeit in ganz Kärnten genutzt werden kann. Und zusätzlich haben wir uns damals schon darauf geeinigt, dass wir die Pendlerinnen und Pendler zusätzlich unterstützen möchten. Und da darf ich Ihnen vielleicht ein kleines Beispiel bringen, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, weil es auch damals bei der Einführung des Kärnten-Tickets vielleicht auch noch zu wenig drüber gekommen ist. Wir reden hier nämlich nicht nur von Geringverdienern, das möchte ich vielleicht auch noch einmal festhalten, sondern wir nehmen da wirklich eine breite Masse an Pendlerinnen und Pendlern mit und schaffen damit eine wirklich sehr, sehr attraktive Förderkulisse, die es meines Wissens nach so auch wirklich nur in Kärnten gibt. Bislang hat für einen Pendler oder eine Pendlerin, der von Micheldorf in Hermagort zur Infineon in Villach gependelt ist und ein Bruttomonatseinkommen von 2.824,35 Euro, also wirklich über 2.800 Euro brutto, da reden wir nicht mehr von Geringverdienern, sondern das ist durchaus ein gutes durchschnittliches Gehalt. Und der hat bislang, also bis zur Einführung des Kärnten-Tickets im Jahr, 1.264 Euro bezahlt, und zwar rein für die Strecke von zu Hause in die Arbeit. Bedeutet, sämtliche Mobilität in der Freizeit oder irgendwo anders hin war davon nicht abgedeckt. Künftig bekommt dieser Pendler oder diese Pendlerin ein Kärnten-Ticket von 550 Euro im Jahr. Und bislang hat er auch nur 50% Pendlerförderung bekommen. Heißt, es war noch eine Belastung übrig von 632 Euro. Durch die Umstellung der Pendlerförderung hat er 100% Förderung, hat also gar nichts mehr für das Kärnten-Ticket bezahlt, somit die Mobilität zur Arbeit und in der Freizeit war abgedeckt, und durch die neue Umstellung jetzt der Förderung muss er auch nicht mehr ein Jahr warten, bis er diese Ticketkosten refundiert bekommt, sondern kann das nach entsprechendem Nachweis, wie es Kollegin Schaunig schon ausgeführt hat, sofort einreichen und hat keine Mobilitätskosten mehr. Und das ist wirklich etwas, was in Zusammenschau immer natürlich mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der natürlich noch weitergehen muss, das wissen wir, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, ein sehr attraktives Paket, denn natürlich kommt es auch in erster Linie auf die Verbindungen an. Es bringt natürlich das günstigste Ticket nichts, wenn man in einem Bereich zu Hause ist, wo nur zweimal am Tag ein Bus kommt. Da haben wir aber einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen. Wir haben in den letzten 3 Jahren das Schienenangebot um 56% erhöhen können. Wir sind im Regionalbusbereich im Schnitt rund 25% gestiegen, was das Gesamtangebot angeht. Und damit schaffen wir auch wirklich eine gute und vor allem sehr günstige bis hin zu kostenlose Alternative zum Auto. Und das ist nicht nur eine Frage, wie gesagt, der Mobilität selbst, sondern das ist, macht uns auch sehr attraktiv als Arbeitsstandort und damit Wirtschaftsstandort in Kärnten, wenn die Pendlerinnen und Pendler grundsätzlich die Möglichkeit haben, wirklich kostenlos von zu Hause in die Arbeit zu fahren und sich dann auch in der Freizeit mit den Kärntner Linien zu bewegen. Dankeschön.
Dankeschön, geschätzte Regierungskollegin, geschätzter Regierungskollege, geschätzte Damen und Herren der Presse. Wir tun auf der einen Seite den Menschen was Gutes und auf der anderen Seite schonen wir auch das Klima. Und ich denke, das sind wichtige und richtige Maßnahmen, die wir auch der Kärntner Bevölkerung gegenüber verpflichtet sind zu tun. Vielen herzlichen Dank, dass diese Möglichkeit besteht und dass in dem Bereich auch so rasch gehandelt wurde. Wir wissen, dass in Österreich und auch in Kärnten der Verkehr zu den größten Emissionsträgern gehört. Und wenn wir es herunterrechnen auf die Bevölkerung, sehen wir, dass wir ungefähr 3 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr in diesem Bereich haben. Und deswegen, und da darf ich mich ebenso bedanken, hat es 2019 auch ganz bewusst gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig und auch mit Landesrat Sebastian Schuschnigg ein ÖV-Impulsbudget gegeben, wo wir ganz bewusst gesagt haben, wir unterstützen unsere Kommunen dabei, den öffentlichen Verkehr und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs weiter voranzutreiben. Wir wissen, dass die größten Hebel in den Städten liegen. Deswegen haben wir diese auch gut unterstützen können, aber dass es auch notwendig ist, dass wir die ländlichen Gebiete anschließen, um es den Menschen zu ermöglichen, das Auto stehen zu lassen, um auf Bahn oder Bus umsteigen zu können. Was das bedeutet, zeigen auch die Zahlen. Das Umweltbundesamt hat uns berechnet, wenn jemand sein Auto stehen lässt und mit der Bahn fährt, reduziert er seine CO2-Emissionen um 93%, wenn jemand mit dem Bus statt dem PKW fährt, immerhin um 76%. Wenn wir einen durchschnittlichen Pendler oder Pendlerin in Kärnten hernehmen, dann werden im Jahr ungefähr 8000 Kilometer gefahren, wenn wir es schaffen, dass dieser oder diese ihr Auto stehen lässt und auf Bus oder Bahn umsteigt, dann kommen Experten zum Schluss, dass wir eine Einsparung von ungefähr 1,3 Tonnen CO2 jährlich auch dadurch haben. Mir ist eines ganz wichtig, dass wir nämlich auf der einen Seite den Menschen ermöglichen, umsteigen zu können und auf der anderen Seite aber auch als Kärntner Landesregierung den Blick darauf haben, dass wir den Menschen auch diese Teuerung abfedern, dass die Menschen auch bis zum Ende des Monats hin wissen, wie sie mit ihrem Geld auskommen. Das tun wir, da darf ich nochmal recht herzlich auch bei der Finanzreferentin des Landes Danke sagen und in dem Sinne werden wir auch weiterhin arbeiten, um beides, den Menschen gut zu tun, aber natürlich auch das Klima in weiterer Folge zu schonen. Dankeschön. Was ich vielleicht verabsäumt habe, die Antragstellung für die Refundierung des Kärnten-Tickets ist in bewährter Art und Weise über die Arbeiterkammer Kärnten, die für das Land Kärnten die Arbeitnehmerförderung abwickelt, möglich. Ab 1.5. ist jetzt die Antragstellung für das Kärnten-Ticket für die Refundierungen möglich. Als Richtlinie, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die brutto ca. 45.500 Euro verdienen, sind potenzielle Anspruchsberechtigte für die Refundierungen im öffentlichen Personennahverkehr. Und es gibt noch besondere Gruppen, die unter diese Förderung fallen, zum Beispiel Personen mit einer zumindest 50-prozentigen Gehbehinderung und einem Jahreseinkommen von brutto 39.000 Euro erhalten schon ab der Zone 1 100% Refundierung im öffentlichen Personennahverkehr. Das habe ich vielleicht noch als Antragstellung vergessen. Für all jene, die die Förderungen für den Individualverkehr stellen, da bleibt alles in gewohnter Art und Weise unverändert. Es erhöht sich nur die Auszahlungssumme eben in jeder Gruppe um 50%. Danke für die Ausführungen. Wir machen jetzt wie gewohnt 3 Minuten Pause, um den Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit zu geben, im Chat die Fragen zu stellen. Die 3 Minuten sind um. Wir haben eine Frage von Robert Benedikt, Kleine Zeitung. Bitte um konkrete Fallbeispiele, was Betroffene bisher bekommen haben und was ihnen in Zukunft zusteht. Da vielleicht das genannte Beispiel noch einmal auch wiederholen. Eine Pendlerin, ein Pendler, der bisher 1.264 Euro im Jahr nur für die Strecke von zu Hause zur Arbeit bezahlt hat, bezahlt durch das neue Kärnten-Ticket nur 550 Euro im Jahr. Bislang hat er von den 1.264 Euro Fahrtkosten 50% gefördert bekommen, hat also 632 Euro selbst bezahlen müssen. Von diesen 550 Euro bekommt er künftig 100% gefördert,
hat also keine Kosten für die Mobilität. Der Unterschied ist auch, er hat jetzt keine Streckenkarte mehr, sondern eine Netzkarte, kann also ganz Kärnten jederzeit nutzen. Und mit der Förderung ab 1. Mai bekommt er die Förderung auch gleich ausbezahlt bei Vorlage der entsprechenden Nachweise und hat somit auch die Ticketkosten nicht über einen längeren Zeitraum auszulegen. Und was ich vorhin auch noch vergessen habe zu erwähnen, man sieht auch an dieser Preisgestaltung und an dieser attraktiven Förderkulisse, dass das bei den Fahrgästen wirklich sehr gut ankommt. Wir haben bereits knapp 2.800 Kärnten-Tickets tagesaktuell verkauft. Zudem kommen noch 3.800 Kärntnerinnen und Kärntner, die das Klimaticket Österreich erworben haben. Wir haben also mit diesem neuen Ticketsystem die Jahreskartenbesitzer im öffentlichen Verkehr in Kärnten mehr als versechsfacht. Und das ist wirklich das beste Kompliment, das man bekommen kann. Ein Beispiel nochmal aus dem Individualverkehr. Das sind Echtbeispiele, die anonymisiert dann jetzt einfach auf die neue Förderkulisse umgerechnet worden sind. Eine Pendlerin am Arbeitsweg von Klagenfurt-Hörtendorf zur Uni Klagenfurt mit einem Bruttoeinkommen von 1.338,63 Euro erhielt bisher 100 Euro, jetzt sind es 150 Euro im Jahr. Jemand, der von Hohenthurn zum Südpark in Klagenfurt pendelt, also 58 Kilometer, in eine Fahrtrichtung mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1.870, bisher 300 Euro, jetzt 450 Euro. Und noch ein zweites Beispiel, vielleicht aus dem Bereich des öffentlichen Verkehrs, ebenfalls von Krumpendorf zur Universität Klagenfurt mit einem Bruttomonatseinkommen von 1.980 Euro. Die Ticketkosten, wie schon erwähnt, 470 Euro pro Jahr. Mit den neuen Förderungen ist die Entlastung 100% dieser Kosten und zwar unmittelbar ausbezahlt. Also ich glaube, wirklich ein attraktives Fördermodell. Wir werden die Beispiele online stellen und können gerne auch den einzelnen Redaktionen das übermitteln. Ebenso eine Tabelle der aktualisierten Förderungen für den Bereich des Individualverkehrs, wo man dann genau sieht, welche Einkommensgruppe und wie sich die Veränderung dann im konkreten Fall nach Kilometer und Einkommensgruppe auch auswirkt. Damit sind alle Fragen beantwortet. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke.